Hi guys, heute gibt es eins von drei Basics Videos, die wir dann für zukünftige Projekte brauchen werden. Das ist einmal der Kreis, das Rechteck und ein Oval. Ich bin heute mal nicht zu Hause, ich zeige es euch. Ich sitze hier auf einer Kiesbank. Ja, ich habe es chillig. Ich finde es ultra schön, die Natur. Ja, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange, sondern fangen gleich an. Ich wünsche euch viel Spaß. So, wir beginnen mit dem ersten Basic-Video und das ist der Kreis. Ich verwende heute im Video 100% Baumwolle und die Häkelnadel Nummer 3,5. Wie ein Kreis aussehen sollte, also ein kleiner Kreis, ein großer Kreis, diese brauchen wir dann für Taschen, Mützen, Amigurumis, Untersetzer und was auch immer. Also, wenn ich in den zukünftigen Videos davon rede, wir brauchen einen Kreis mit bis zu, wo ihr in jeder Runde jede achte zunimmt, dann könnt ihr hier dieses Video anschauen. Und dort wird der Kreis separat erklärt. Wir beginnen mit einem Magic Ring und arbeiten hier eine Luftmasche. Wir arbeiten in diesen Magic Ring mit 6 festen Maschen. 2, 3, 4, 5, 6 und ziehen am Faden das Ganze zusammen. Ich arbeite meistens hier mit geschlossenen Runden. Das heißt, wir machen in die erste Masche eine Kettmasche und beginnen mit einer Luftmasche. Außer ich habe es anders angegeben und dann häkeln wir in Spiralrunden. Ich arbeite jetzt in die erste Masche eine feste Masche und danach wird jede Masche verdoppelt. Das heißt, in der zweiten Runde brauchen wir 12 feste Maschen. 8, 9, 10, 11 und hier arbeite ich jetzt in der zweiten Runde, das ist also die 12. feste Masche, mache ich hier in die erste feste Masche die Kettmasche und arbeite eine Luftmasche. So sind wir bei der zweiten Runde fertig. In der dritten Runde verdoppeln wir jede zweite Masche, das heißt, wir haben dann 18 Maschen. Bei der vierten Runde jede dritte verdoppeln, das gibt dann 24 Maschen und so weiter. Ich zeige euch jetzt noch ein, zwei Runden und danach dürfte das Prinzip vom Kreis eigentlich verstanden sein. Also in der dritten Runde jede zweite Masche verdoppeln. 1, 2, 3. Die nächste nur eine feste Masche und in die andere wieder 2. Eine feste Masche und in die nächste Masche 2 feste Maschen. Eine feste Masche und in die nächste wieder 2 feste Maschen. Eine feste Masche und in die nächste wieder 2 feste Maschen. Wieder eine. Und die Runden enden ab dieser dritten Runde immer mit einer Verdoppelung. So, wieder in die erste feste Masche die Kettmasche plus eine Luftmasche.
Jetzt seht ihr es gut. Hier haben wir verdoppelt. Wo eine feste Masche ist in der Vorrunde, arbeiten wir auch nur eine feste Masche. Und wo die Verdoppelung ist, arbeiten wir zwei feste Maschen. Jetzt seht ihr es gut. Eins, zwei und die dritte verdoppeln wir. Eins, zwei und die dritte verdoppeln wir. Drei, vier. Die nächsten zwei Maschen wieder nur eine. Und hier, wo die Zunahme war, häkeln wir wieder zwei. Eins, zwei und hier häkeln wir wieder zwei. Eins, zwei und drei, vier. Eins, zwei und in die letzte Masche drei und vier. Ich zeige euch das jetzt noch schnell. Manchmal bei den Amigurumis switche ich von geschlossenen Runden einfach zu Spiralrunden, des Öfteren auch bei Taschen. Dafür häkle ich einfach wie gewohnt in die erste feste Masche der Vorrunde eine feste Masche. Und schon habe ich in der nächsten Runde Spiralrunden. So. Dieses Mal verdoppeln wir 1, 2, 3, jede vierte. Also immer, wo nur eine feste Masche in der Vorrunde war, häkeln wir auch nur eine feste Masche. Und hier, wo die Zunahme war, häkeln wir zwei feste Maschen. Und beim Kreis, also normalerweise für Taschenboden oder für sonstige Projekte, arbeite ich eigentlich immer in beide Maschenglieder. Ich zeige euch das jetzt aber noch schnell. Wenn man es nur in das hintere Maschenglied arbeitet, dafür stecht ihr einfach oben, wo dieses Herz ist, in die hintere Schlaufe ein und arbeitet die feste Masche. Das braucht ihr auch bei einem Korb bei der letzten Runde, damit das Ganze dann besser steht. Denn da, also wenn wir dann nochmals eine Runde häkeln würden, dann würdet ihr sehen, wie das dann so schon hoch steht. Ich denke, zum Kreis habe ich jetzt alles gesagt. Einfach und für ganz viele Projekte nützlich. Und auch in den kommenden Videos werde ich dann immer dieses Video wieder verlinken, damit man das immer nachschauen kann. Und damit die anderen Videos nicht zu lang werden. Deshalb habe ich so die Basics ein wenig separiert. Ja, das war der Kreis. Im Anschluss seht ihr dann noch, welche Kreise es alles gibt. Also wir haben kleine Kreise, große Kreise. So, jetzt sind wir fertig. Ich melde mich noch einmal kurz zu Wort und zeige euch noch mal schnell diesen herrlichen Ausblick. Ich hoffe, die Videos oder das Video, das ihr gerade gesehen habt, hat euch gefallen. Ihr könnt links oben in der Ecke meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht habt. Somit bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Ich genieße jetzt noch ein wenig die Sonne, bevor es anfängt zu regnen. Ja, ich chille ein wenig und wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.